Zur ersten Folge von Gestern trifft Morgen. Ich habe hier eine ganz lustre Runde bei mir sitzen, alt und jung, an einem Tisch vereint bei Kaffee und Kuchen. Und ich möchte euch einfach mal vorstellen, wer hier neben mir so sitzt. Da ist einmal meine Oma nämlich, Barbara. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Das ist meine wirkliche Oma, die heute da ist. Und die unterstützt mich so ein bisschen und hilft mir bei der Sendung. Hoffe ich jedenfalls. Oma, hilfst mal du mir? Sehen. Ich versuch's. Okay, ja, sie gibt sich Mühe. Ein Glück. Daneben sitzt Marianne Steinbrink, ist 67 Jahre alt. Also hört zu den Älteren hier am Tisch, falls man es nicht gesehen hat. Daneben sitzt Charlotte Meyer mit 19 oder 20 Jahren? 19. Noch 19 Jahre, genau. Brinkfried neben mir 67 Jahre noch, und ja. Mia Mattenklott 20 Jahre. Ich selber bin auch 20 Jahre, also wir haben so eine ganz bunte Mischung irgendwie am Tisch. Dieser Kuchen, der hier vor mir steht, noch ganz lecker nach Rhabarber duftet, der ist von meiner Oma. Wann hast du den denn gebacken? Heute Morgen? Heute Morgen. Gestern angesetzt und heute Morgen gebacken. Riecht man auch noch, ne? Ja, es kommt echt noch immer. Ja, wir haben hier wirklich eine ganz, ganz bunte Tafel aufgebaut. Das ist auch echt ganz fantastisch. Und wir fangen an mit einem kleinen Ratespiel, um so ein bisschen locker, flockig in das Ganze reinzukommen. Dazu bitte ich jetzt mal Caro hier reinzukommen. Und Achtung, Mia, jetzt Überraschung für dich. Da ist jetzt eine Box, einmal an Mia reichen. Und jetzt bitte ich dich, nur zu fühlen, was da drin ist und nicht reinzuschauen und mal zu raten, okay, was es sein könnte. Es ist von meiner Oma und es ist nicht aus deiner Zeit. Das kann ich schon mal verraten. Jetzt einfach mal reinfassen, mutig. Ich fühle jetzt mal. Rosa-Karton. Und dann kannst du jetzt mal wild überlegen, was könnte das sein, was du da in der Hand hältst. Mhm. Also ich vermute, es ist ein Stift. Aber es ist kein Stift, kann ich mal verraten. Ja. Oma, vielleicht kannst du so ein paar Tipps geben. Also es, von der Form ist es schon ein Stift, da hat sie recht. Aber es ist kein Stift. Es ist kein Stift. Was, hast du eine Idee, was sonst so sein könnte? Wenn nicht, dann kannst du ja vielleicht mal einen Tipp geben. Wofür, in welcher Branche, sage ich mal, benutzt man das denn? Wozu hast du das benutzt? Jeder das? Mensch braucht das im Leben. Jeder. Jeder Mensch. Nicht immer und nicht täglich, aber mitunter. Wenn er unpässlich ist mal. Was könnte es sein? Hast du eine Idee? Wenn nicht, wir können auch einfach sagen, Charlotte, du kannst auch helfen. Sollen wir Charlotte versuchen? Ja, Charlotte. Okay, dann gehen wir das einmal rüber. Genau. Puh, so. Okay. Und jetzt für dich einmal reinfassen. So, da hast du schon ein paar Tipps bekommen von meiner Oma. Also, könnte man es denn heute noch gebrauchen, auch wenn es nicht von heute ist? Ja, also, es ist so Metallen irgendwie. Ja. Da ist so ein Knubbel dran. Mhm. Hä? Ach so, fürs Nähen vielleicht? Nein, es hört sich an wie so ein. Du kannst ja mal, Oma, sag doch mal, in welchem Bereich des Nähens nutzt man das? Keine Ahnung. Also eher in dem medizinischen Bereich. Im medizinischen Bereich. Mhm. So für Zähne oder so? Nein. Weiß es nicht wirklich. Also ich habe noch nie irgendwas in der Hand gehabt, was sich so ähnlich anfühlt. Außer nein, aber manchmal ist einem ja unwohl. Vielleicht so eine Art Fieberthermometer. Schon mal. Okay. Okay, ja. Ja. Eigentlich ist es das. Eigentlich können wir auch wissen, es ist. Hol mal raus, Charlotte. Es ist tatsächlich, Oma, was ist es? Es ist ein Fieberthermometer. Ein Fieberthermometer. Und damit hast du tatsächlich dein Fieber gemessen? Also es ist noch ein bisschen älter als ich, das Fieberthermometer. Mein Vater hatte das. Und damit wurde Fieber gemessen bei mir noch, ja. Und wo sieht man dann die Temperatur? Komm mal her, ich schraube es mal auf. Das finde ich immer so schön, man kann es aufschrauben. Da verbirgt sich noch ein Geheimnis nämlich drin, ne? Genau. Ich hab schon überlegt, deswegen kann man es auch so schlecht fühlen, ne? Ja. Das ist so cool. Sieht es eigentlich so ein bisschen aus, wie ich das auch kenne. Ja. Ja. Und ja, ist immer noch funktionstüchtig. Ja, das macht doch richtig Sinn irgendwie. Mhm. So, jetzt wollen wir aber mal ein bisschen raus aus dem Setting hier von dem Tisch, an dem wir sitzen und Kaffee und Kuchen irgendwie essen. Nämlich haben wir ein paar Leute besucht vorher. Und die mal so über die Schulter geschaut, wie die so arbeiten zu Hause oder ob sie arbeiten. Und wir sind bei Mia gewesen und haben dich besucht und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Macht's ab. Ich befinde mich jetzt hier zu Hause bei Mia Mattenklott. Wir sitzen jetzt hier an deinem Schreibtisch, nicht wahr? Ja. Was machst du denn an deinem Schreibtisch? Also an meinem Schreibtisch mache ich auf jeden Fall viel an meinem Laptop. Ich sitze dann hier so und mache ganz tolle, wichtige Sachen. Aber ist es jetzt primär ein Platz, wo du arbeitest oder bist du auch viel so im Internet und surfst einfach mal rum? Machst du das auch? Ich mache das auch, ja, auf jeden Fall, weil es ist so,
Dadurch, dass ich auch viel in den sozialen Medien unterwegs bin, Instagram, Facebook, driftet man dann doch ziemlich schnell ab, wenn man dann erstmal da drin ist, obwohl man vielleicht eigentlich nur was für den Job posten wollte. Aber ich versuche es immer so, dann auch wirklich einzeln zu sagen, okay, nein, jetzt arbeite ich und das kann ich später machen. Das ist ja so dein Schreibtisch, ist ja auch, da sitzt du ja recht ordentlich dran. Da hängst du jetzt auch mit deinem Laptop zum Beispiel und deinem Handy so im Bett rum und bist da dann unterwegs oder wie ist da deine Handhabung so? Ja, auf jeden Fall. Also ich sitze auf jeden Fall sehr, sehr gerne in meinem Bett mit meinem Laptop und dann, ja, dann ist eher so dieses Surfen, Gucken, Videos, Musik, ja. Du machst ja ganz viel Akrobatik, da bewegt man sich ja viel. Ja. Aber man braucht vor allen Dingen Platz für solche Übungen und deswegen gehen wir jetzt mal raus und begleiten Mia. Bei dir aus. Ja, richtig. Du bist Akrobatin. Seit wann bist du Akrobatin? Seit wann? Also wie genau meinst du das sozusagen? Dann machst du das schon als, standst du schon mit 4 auf der Bühne? Ja, also mit 5. Mit 5 stand ich tatsächlich das erste Mal auf der Bühne. Und mit 4 habe ich angefangen zu tanzen. Und ich weiß nicht, ich war schon immer auch als Kind so ein Bewegungsmensch und habe mit 3 so ehrgeizig meinen Ratschlag geübt, dass ich ihn dann auch irgendwann gut konnte und ja, so genau, also habe echt früh damit angefangen und ja. Ist das, würdest du sagen, dein Traumberuf, den du machst? Ja, auf jeden Fall, weil es meine Leidenschaft gleichzeitig ist und ja, weil ich damit, damit etwas an die Leute bringen kann, etwas ganz Besonderes und ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gehen wir mal rüber, vielleicht Marianne, was war denn mal, so kannst du dich erinnern, als du 20 warst, was war denn da dein Traumberuf? Was wolltest du machen? Ja, ich war gerade mit dem Abitur fertig und habe mein Studium begonnen. Und bei mir war das mit 20 Jahren ja so, dass ich schon das erste Kind hatte im ersten Studienjahr. Und mein Traumberuf war gewesen, in Richtung Mathematik zu gehen oder Richtung Ökonomie. Also die technische Ökonomie, das war so das, was ich geliebt habe. Ja, und es ist später auch geworden. Habe natürlich auch viele andere Interessen gehabt, die ich dann auch ein bisschen ausgelebt habe. Mhm. Aber ja, ich war viele Jahre Ökonom gewesen, leitender Ökonom im Kinderbuchverlag zum Beispiel. Habe dann nach der Wende mit Rechtsanwälten zusammen ein Steuerbüro aufgebaut, das dann heute noch funktioniert und existiert. Und jetzt bin ich in dem Alter, wo ich Abschied nehme von all dem. Ja, das ist für mich im Augenblick auch, die Sendung war für mich so ein Anstoß, auch nochmal drüber nachzudenken. Wie war es denn? Und was erwartet mich jetzt alles noch? Welche Wünsche habe ich noch? Was möchte ich alles trotzdem noch machen? Was soll noch bleiben? Vor allen Dingen auch Sport mir. Das mache ich nämlich auch wahnsinnig gerne, weil es einfach jung erhält und auch den Geist frei macht. Ja, ja. Du hast gesagt, selber mit 20 hattest du schon dein erstes Kind. Ja. Du bist jetzt gerade mit dem Abitur fertig. Könntest du dir vorstellen, jetzt Mutter zu werden? Nee. Gar nicht? Warum nee. Nicht? Warum sagst du so, nee, das ist gerade gar nicht dran? Naja, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so ein bisschen mit dem Gefühl aufwachsen, okay, man muss die ganze Zeit auf einer Ebene bleiben mit der, ja, mit der Wirtschaft und eben das Gefühl haben, okay, du bist emanzipiert und du verdienst dein eigenes Geld, du bist selbstständig und bla bla bla. Und das finde ich total gut, aber dann ist halt auch schwer dann zu sagen, okay, bekomme ich jetzt ein Kind, weil das eben extrem zeitaufwendig ist und das parallel zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, ob das immer geklappt hat. So. Ich kenne es nur von meiner Mama, dass sie halt Probleme hatte, Karriere und Kind unter einen Hut zu bekommen. Und deswegen also hast du es von deiner Mutter so ein bisschen mitbekommen, okay, das hört sich immer sehr krass an, das würde ich selber so nicht machen. Brinkfried, wie ist es bei dir? Mit deinem, du hast das Kind ja nicht ausgetragen, weil du ein Mann bist, klar. wie ist so dein Werdegang gewesen? Also ich habe mich erstens bewusst gegen Kinder entschieden, wollte nie leibliche Kinder haben und bereue das auch bis heute nicht.
habe zu Hause erlebt, wie die Eltern überfordert waren mit ihrem Leben, weil sie große Visionen und Pläne hatten und dann vier Kinder eigentlich gar keinen Platz hatten. Und ich wollte nicht diesen Fehler wiederholen. Ich habe auch so viele Ideen. Also meine Eltern hatten eine Friedensmission, daher kommt mein Name, der Bringfried. Und das Thema hat mich auch zeitlebens beschäftigt. Und da habe ich gemerkt, es würde für mich genauso laufen. Mhm. Ja, ich habe so viel an Ideen und Gedanken und bin auch heute noch so voll davon. Ich sehe mich im Grunde nicht im Gestern, sondern sehr nach vorne gerichtet, habe große Visionen, habe auch noch welche für mein Leben, habe auch gerade mein erstes Buch fertig geschrieben über die Liebe, was auch sehr visionär und weit vorausgedacht ist. Und in dieser Hinsicht möchte ich wirken, im Grunde bis zum Ende meines Lebens. Ja, du warst ja auch Grundschullehrer, heute bist du jetzt Autor, wie wir sehen, du bist auch Künstler, wie du dich umsetzt. Und vielleicht gehen wir einfach mal an deine Wohnung, wir haben dich nämlich besucht und schauen mal, wie es bei Bringfried aussieht. Ich befinde mich jetzt hier in Berlin-Friedenau, hier ist die Wohnung von Bringfried und seine Wohnung ist auch gleichzeitig sein Arbeitsplatz. Was ist denn deine Arbeit, die du hier machst? Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben und kann nicht so lange am Schreibtisch sitzen, aus gesundheitlichen Gründen, und habe mir deshalb diese Konstruktion hier gebaut. Gibt es denn einen ganz normalen Tag? Wann würde der anfangen bei dir? Nee, gibt's nicht. Schreib doch mal, wie sieht denn ein ungewöhnlicher Arbeitstag aus bei dir? Na, ich stehe meistens nicht so ganz früh auf, weil ich oft sehr, sehr lange in die Nacht hinein arbeite. Da ich sehr intuitiv auch bei dieser Arbeit bin, gibt es da keinen festgelegten Ablauf. Also so wie es gerade flutscht, wenn es eben geht, dann sitze ich sehr lange und ansonsten gehe ich spazieren. Du warst ja früher eigentlich Lehrer, wie kommt es, dass du jetzt diese Arbeit machst? Das hat mich eigentlich also von Jugend an beschäftigt, dass ich mir Gedanken über die Welt gemacht habe, Lust hatte, neue Antworten zu finden, die motivieren können, nach vorne zu schauen und zu Engagement motivieren. So sieht es bei dir aus. Ja. Wie war das eigentlich, als wir da so saßen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich war so dein Therapeut, weil du lagst da und ich saß daneben. Wie hast du dich gefühlt? Nein, also ich habe mich nicht in der Therapie gefühlt. Es war eine schwierige Situation für mich, weil ich einen sehr anstrengenden Tag da hinter mir hatte und mich innerlich nicht so gut gefühlt habe. Ja, wir haben gerade, vielleicht zur Erklärung dafür müssen wir sagen, dein Atelier ausgeräumt an dem Tag. Ja. Das eine. Ja. Und da hatten wir schon ein bisschen gearbeitet vorher. Und dann hast du dich ein bisschen ausgeruht auch an deinem Arbeitsplatz. Ist ganz abgefahren. Ja, ich liege da normal nicht so tief drin. Ja. Eigentlich nicht so tief, wie es jetzt da aussah. Das ist ein falsches Bild, was wir hier vermitteln. Tut uns leid. Ja, aber es ist schon sehr besonders. Also, du sagst dein Arbeitsplatz, ne, weil du auch sagst, mit dem Rücken, es geht halt nicht mehr so. Du hast ja einen ganz normalen Schreibtisch gehabt. Ja. Meine Oma war lange selbstständig. Du hattest ja einen Arbeitsplatz, ein Café. Da sah das ähnlich aus wie hier quasi. Auch, ja. Bisschen. Bisschen anders. Ein bisschen anders schon, ja. Wie sah es denn aus? Na, im Café ist es ja so, dass wir ja wirklich produziert haben auch. Ne? Wir haben ja nicht nur gesessen. Es ist aus dem Wunsch mal entstanden, weil wir gerne Kaffee trinken und Kuchen backen schon viele Jahre. Und dann im Café selber sah es dann doch ein bisschen anders aus, ne? Sorry. Alles gut. Ja, da musste dann doch alles alleine gemacht werden, also selbst herstellen, Mitarbeiter führen, also Dinge. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Davor hatte ich ja noch mal ein anderes Unternehmen, ein technisches Unternehmen, deswegen habe ich so ein bisschen unternehmerische Erfahrung an der Stelle. Und ich fand auch noch mal ganz spannend, wie du sagtest, mit den Kindern, wenn ich darauf zurückkommen kann, wie unterschiedlich es ist. Für mich wäre es überhaupt nie eine Frage gewesen. Ich wollte immer vier Kinder haben, zwei sind es dann geboren, dafür mehr Enkelkinder, freue ich mich immer sehr. Das ist total schön. Einer davon sitzt hier, genau. Und würde auch so sagen, habe ich nie bereut. Aber die Lebenspläne sind eben unterschiedlich. Ne? Und ich hätte gerne früher, hatte ich mir gewünscht, ich wäre gerne Dekorateurin geboren. So hat man das früher genannt bei mir. In unseren Zeiten, aber das durfte ich nicht.
Das wurde dir von deinen Eltern verboten? Das wurde mir von meinen Eltern verboten. War ja auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. Dann hatte ich gedacht, dann wirst du Nachrichtensprecherin. Das fand ich auch total spannend immer. Mhm. Aber auch das kam nicht zustande. Und dann habe ich einen technischen Beruf gelernt. Mhm. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Mhm. Aber aus dem ist zumindest das Unternehmerische nachher dann gefolgt. Ne? Mhm. Du sagst jetzt gerade, du durftest dir nicht aussuchen, was du als Beruf machst. Charlotte, du bist jetzt, ich komme mal darauf zurück, du bist jetzt am Anfang, du hast dein Abi jetzt gerade fast in der Tasche. Wir drücken die Daumen, dass es alles klappt. Ja. Wie sind deine Pläne? Was machst du jetzt? Also mein Plan ist jetzt erstmal ein Auslandsjahr zu machen. Das wird nach Marokko und nach Ghana und in den Iran gehen für ein halbes Jahr. Cool. Und danach will ich ein halbes Jahr in Frankreich leben und arbeiten, um da Französisch zu lernen. Und danach möchte ich Jura studieren. Mit dem Fokus auf internationales Recht. Also das interessiert mich sehr. Kannst du auch schon sagen, was du mal so berufsmäßig dann nach den ganzen Reisen machen möchtest? Ja, also ich möchte gerne Botschafterin werden. Das ist mein Plan bisher. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall, ich meine, ein Jurastudium dauert, wenn du es in der Regelzeit schaffst, mindestens 9 Jahre. Und meistens kommt dann da noch irgendwie was dazwischen und so. Vielleicht bekommt man ein Kind, man weiß es nicht. So, also ich will jetzt noch nicht meine nächsten 10 Jahre vorausplanen, wenn ich noch nicht mal weiß, was im nächsten halben Jahr genau passiert. So. Mhm. Ja. Also erstmal ist Reise ein ganz großes Thema für dich. Erstmal Marianne, was war denn deine erste Reise? Kannst du dich da erinnern? Ja, meine erste Reise war die gewesen zum Abi. Da sind wir zum Müritz gefahren und haben dort gezeltet und eine von unseren Mitschülerinnen, die war sehr musikalisch, die hatte die Gitarre dabei und dann haben wir abends gesessen und geklampft, bisschen gesungen und erzählt. Unser Englischlehrer war mit dabei, zu dem hatten wir sehr guten Kontakt, weil er auch sehr frisch und jugendlich war und ja, also war richtig toll. Aber es war alles sehr improvisiert, man überhaupt nicht perfekt. Wir hatten also keine Schlafsäcke, wie es heute so gibt. Wir hatten Steppdecken gehabt und mussten das alles tragen vom Bahnhof da zu dem Zeltplatz. Und also, aber wir waren alle total happy. Wir waren 19 Jahre, ja, und da war das nicht wirklich ein Problem. Ne? Mhm. Und es war wirklich auch eine ganz tolle Geschichte, dass man diesen Abschluss nochmal hatte, weil man ja wusste, alle gingen dann in verschiedene Richtungen und ob man sich und wann man sich wieder sieht, wusste man halt auch noch nicht. Ne? Mhm. Und wie viele von denen von damals hast du denn noch Kontakt mit welchen? Eigentlich, Kontakt habe ich schon zu einer ganz besonders. Die hat später Zahnmedizin studiert in Greifswald, ist eine sehr gute Freundin nach wie vor. Und hat auch eine große Praxis aufgebaut, ist leider erkrankt dann vor einigen Jahren und musste alles von einem Tag zum anderen aufgeben. Ansonsten waren noch 2, 3, zu der ich auch Kontakt hatte. Aber leider ist es so, dass man sich dann aus den Augen verliert. Ne? Immer so und unterschiedlich dann die Konzepte. Wir haben ein Klassentreffen gemacht, das fand ich ganz toll. Da war unser alter Lehrmeister mit dabei und der war mittlerweile alt geworden, wir ja auch älter und auch erkrankt. Und der hatte zu uns gesagt, Kinder, ihr wart eine ganz tolle Truppe. Wir sprechen heute noch manchmal davon und ich kann euch nur sagen, nutzt die Zeit, die ihr habt, die ihr gesund seid und macht ganz viel, verwirklicht eure Träume und arbeitet daran. Lasst euch nicht abbringen von den Dingen, die ihr wirklich wollt und die ihr liebt. Und das fand ich so toll damals. Wir haben uns noch oft drüber unterhalten, also die eine Bekannte, zu der ich sehr viel Kontakt habe. Mhm. Ja, eigentlich ist es ein bisschen schade, dass es nicht noch ein zweites Klassentreffen geworden ist, aber das ist ja manchmal so, ist ein bisschen weiter weg. Ich will mal die ganze Situation noch so ein bisschen aufheben, dass sich auch ganz viel um uns herum getan hat und auch in eurem Leben ganz viel, weil wir mittlerweile in einer ganz anderen Zeit leben, wo es auch technisch ganz andere Möglichkeiten gibt. Ja. Aber da macht es Sinn, wenn wir vorher noch ganz kurz in die Wohnung von Charlotte springen und uns kurz die Mats von Charlotte angucken. Oh, neben sitzt jetzt Charlotte. Charlotte, wo sind wir denn hier gerade? Bei mir zu Hause, in meinem Zimmer. Wir sind in der Stresemannstraße in Kreuzberg und sitzen auf meinem schönen Podest hier. Ja, und ich sehe auch schon, der Laptop ist ausgeklappt, ein kleines Buch liegt hier rum. Was machst du denn hier so? Also gerade habe ich hier mich ein bisschen auf meinen Job vorbereitet. Ich arbeite als Stadtführerin, habe mir ein bisschen Sachen zum Fernsehturm durchgelesen und dann habe ich es halt gegoogelt.
Das heißt, du hast keinen Schreibtisch, sondern das ist dein Schreibtisch? Ja, ich weiß nicht, ich habe auch davor, das war früher mein Bett und ich habe auch früher immer im Bett gelernt. Ich weiß nicht, ich mag Schreibtische einfach nicht. Ich finde, die sind so, man sitzt dann da so eingekrümmt und ja, hier ist so schön entspannt mit meiner schönen Holzbox und so. Ja, also irgendwie top. Was sind denn sonst so die Sachen, die Tätigkeiten, die du jetzt hier so machst am Laptop auch? Also wahrscheinlich auch viel surfen oder meine Frage, was surfst du auch so rum oder? Also ich versuche nicht so viel unsinnige Zeit am Laptop zu verbringen, aber ich ertappe mich immer mehr wieder dabei, wie ich so auf Facebook bin und dann scroll ich und wirklich die ganze Zeit und das geht dann so eine Dreiviertelstunde und irgendwann frage ich mich so, okay, was mache ich gerade hier, wo bin ich hier gelandet? Und dann Netflix gucke ich ganz gerne, aber ich versuche es auch immer irgendwie so relativ ja, in einem Rahmen zu halten, wo es okay ist, weil ich bin auch so jemand, wenn ich mich in so eine Serie dann so verliebe und da so mit den Charakteren mich identifiziere, dann gucke ich wirklich 10 Stunden lang und dann kriege ich nichts mehr mit, so. Charlotte, jetzt waren wir bei dir, jetzt haben wir dich da total ausgequetscht, das hast du ja total erzählt, dass du nur am PC hängst und scrollst. So, was ich gerne mal wissen würde, also weil ich weiß total, was du meinst, ich glaube, Mia hat auch Ähnliches erzählt, ne, man versinkt dann so ein bisschen genau, bei Facebook. Genau, man scrollt dann so runter. Genau, und so. Und ich würde gerne mal wissen, jetzt vielleicht von meiner Oma oder von Marianne oder Brinkfried, wenn jetzt beide jetzt sagen, ja, ich hänge dann und versack da so vorm PC und scrolle und scrolle und scrolle. Was denkt ihr, was die da machen, Brinkfried? Du hast keine Ahnung. Nee. Also inhaltlich oder wo, auf welchen Seiten? Genau, hast du eine Vorstellung davon, was Mia und was Charlotte dann meinen? Nee. Gar nicht. Nee. Hat jemand von euch eine Vorstellung? Was meinen die damit? Stell mir was vor. Was stellt sie denn vor? Na, so vielleicht durch, also zu diesem Facebook mal reingucken. Und da kann man sich ja verlieren, das mache ich manchmal auch. Ja. Von einem zum nächsten. Oder ein Video angucken, also ein Musikvideo. Oder Informationen, sowas stelle ich mir vor. Oder Freunde anschreiben vielleicht. Chatten, genau. Ja, der Begriff, der fiel mir jetzt nicht ein. Ja. Aber wie kannst du was ergänzen, was aufklären? Möchtest du dich irgendwie positionieren oder? Ja, also auf Facebook ist es halt meistens so oder mittlerweile, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren erst so entwickelt, dass ich irgendwie immer so Videos sehe auf meinem Feed, die sind so 1 Minute lang oder 2 Minuten lang und die fassen so relativ große Themen innerhalb von so ja, einer Minute zusammen. Und das ist halt so ein bisschen dieses Überladende eigentlich, wenn man sich weniger mit einem Thema spezifisch auseinandersetzt und da so Zeit investiert, sondern dass man halt hier was über Katzen sieht und dann siehst du da was über Donald Trump und dann siehst du da was über Syrien und dann, also man ist es so sehr surreal irgendwie. Da muss ich mal fragen, was ist denn ein Feed? Achso, Entschuldigung. weiß ich nicht. Also das ist die Startseite von Facebook. Achso. Also wenn man, ja, wenn du halt einfach nur die Neuigkeiten siehst, dass die Leute so. Weil die alles so wechseln vom Thematischen, meinst du jetzt so? Ja, genau, weil das halt auch alles unterschiedliche Leute sind, die jeder was anderes postet. Mhm. Du hast ja über Facebook hast schon gesagt, Marianne, hast du irgendwie was, sowas also wie Facebook? Nein, also vor Facebook, da bin ich irgendwie, ja, da habe ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, wenn man so viel Schlimmes gehört hat, was da so stattfindet mit den Menschen und. Was macht dir da Angst? Kannst du das benennen, was du da Respekt Naja, dass da Infos irgendwie missbraucht werden und Menschen auch psychisch belästigt werden, richtig. Ne? Und das finde ich nicht so schön. Und darum ist das für mich kein wirkliches Thema. Ne? Ich bin auch viel im Internet, sowohl dienstlich als auch privat, schreib Mails und weiß ich nicht was alles. Aber es ist natürlich auch so, dass das Internet zwar viel bietet, viele Infos, die auch sehr interessant sind und ich gehe zielgerichtet daran. Mhm. Wenn sich bei mir Fragen ergeben, wo ich gern Hintergrund hätte, dann gehe ich mal ganz kurz bei Google rein und da wird dann alles abgefragt, was man so braucht. Mit was für Gerätschaften benutzt du Internet? Also hast du ein Smartphone oder hast du ein PC zu Hause oder machst du es nur auf Arbeit? Na, ich habe einen Laptop zu Hause und ich habe auch mein kleines iPhone und da kann ich dann auch mal ganz kurz, aber ansonsten reicht mir das eigentlich, muss ich sagen. Ja. Ich bin schon immer froh, wenn ich das alles so einigermaßen beherrsche, weil ich bin ja nur nicht in euren jungen Jahren, die da reingewachsen sind, schon von Kindheit an. Ja. Wenn ich meine Enkeltochter sehe,
die wird jetzt 4 Jahre alt in der nächsten Woche, ja, die nimmt sich mein Handy und weiß sofort, wo die Bilder sind und die Fotos und die Videos und sucht sich gleich raus und weiß genau, wie man das an und aus und also da bin ich schier erschrocken, ja, dass so ein Kind schon so einfach spielerisch damit umgeht. Ist zwar toll, aber also manchmal kriege ich ein bisschen Angst auch, muss ich ehrlich sagen. Wie es unterschiedlich ist. Ja. Mir, du hattest in deinem Einspieler gesagt, dass du ja auch für deinen Job als Artistin bist du ja auch ein Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit sich präsentiert. Also dass es für dich auch wichtig ist, die sozialen Medien zu nutzen. Kannst du vielleicht mal Marianne erzählen, was du da machst, wenn es nicht privat ist? So, wie sieht es aus, wenn du jetzt beruflich im sozialen Netzwerk arbeitest? Was machst du da eigentlich? Okay, also sozusagen, was ziemlich gut ist, um sich sozusagen noch mehr zu präsentieren nach außen hin und zu sagen, hey, das bin ich, ist eben tatsächlich einfach auf diesen verschiedenen sozialen Seiten sozusagen wirklich einen Account zu haben, auf Instagram, auf Facebook, dann gibt es noch Twitter, LinkedIn und. Da gibt es ja wirklich viele. Und so kann man sich ein Netzwerk aufbauen und vor allem mit neuen Leuten in Kontakt treten. Und ja, wenn ich da sozusagen was poste, dann ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo einen Auftritt hatte, irgendwie in Bremen zum Beispiel, eine Gala, und dann poste ich halt ein schönes Foto, wenn ich gerade bei den Proben bin, und dann freue ich mich drauf und dann teile ich es der Welt sozusagen und sage, hey, guck mal, ich bin gerade hier, das mache ich. Und ja, also so kann man sich das vorstellen. Ja. Es ist auch ganz interessant, die Herangehensweise. Du sagst ein bisschen, du hast da Respekt vor, wie selber, ich ziehe mich da auch mit, lebt damit ganz normal und das ist irgendwie, vielleicht habe ich da auch Respekt vor, aber es ist so normal, dass ich darüber nicht nachdenke, was werden könnte vielleicht aus den Dingen, die man so von sich preisgibt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde super gerne noch eine Raterunde spielen, weil Charlotte hat auch was mitgebracht. Und das würde ich euch beiden Damen mal rüberreichen. Gebt mal kurz mein Mikro. Wir dürfen aber nicht reingucken. Genau, ihr dürft nicht reingucken, so. Gleiches Spiel. Ich halte mal. Es ist von Charlotte und es ist, es ist ein bisschen komisch. So, was könnte es sein? Ein Gummiei. Ja, Marianne, du kannst ja auch mal mitraten, was da drin ist. Was für eine Funktion das hat, soll ich jetzt noch raten? Ja, na was? Ne? Für so ein Handgerät, so zum Drücken. Ja. Marianne, mach du mal. Und Marianne, was sagst du, dein Tipp? Oh. Für die Massage. Ja? Also ich würde... Nee, Massage nicht. Also ich habe mal... Jetzt, vor 2 Wochen waren wir in Venedig und da waren so Verkäufer am Straßenrand und die haben auch so was Ähnliches in der Hand gehabt und haben das so auf die Erde geworfen. Das ist dann so auseinandergeflossen und hat sich wieder zusammengezogen. Welches Material das war, weiß ich nicht. Es sah auf jeden Fall ein bisschen eklig aus und dann war es aber auch wieder interessant, wie es sich wieder vereinte. Aber das ist es nicht. Das ist nicht. So, das ist Charlotte. Jetzt nochmal ein Tipp. Wofür nimmt man es denn? Genau, was ist sowas? Also, man benutzt, das sagt eigentlich schon alles. Oder wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Holst du einfach mal raus, Marianne. Ja. Und dann sagt uns Charlotte, was es ist. Ein Make-up-Ei. Was? Ein Make-up-Ei. Damit habe ich mich heute geschminkt. Ich habe es aber sauber gemacht. Nie gesehen. Ja, das ist total super. Also kann ich nur empfehlen, weil man macht man so ein bisschen nass und dann macht man halt Make-up aufs Gesicht und dann verteilt man das. Ja. Wir sind leider schon was gelernt. Ihr habt was gelernt. Ich hoffe, wir sind auch am Ende schon unserer schönen Sendung angekommen. Vielleicht könnt ihr euch das ja mal ausbauen von Charlotte. Da müsst ihr mal gleich jetzt nochmal sprechen, ob man das austauschen kann. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch allen für diese schöne Runde. Danke Mia, danke Bringfried, danke Charlotte, danke Marianne und danke Oma. es war sehr schön, sehr nett. Esst den Kuchen noch auf und guten Heimweg euch dann. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.